Vor ziemlich genau 8 Jahren saß ich zu dieser Zeit beim Skoda-Händler und habe mir überlegt, ich brauche ein Fahrzeug, was mich durch den Alltag begleitet, klein ist, niedrige Kosten im Unterhalt hat und es sollte sparsam sein. Am Ende ist es tatsächlich ein Skoda Citygo geworden, als Fünftürer, den ich mir konfiguriert hatte in einem schönen Grün Metallic. Mit ein paar Extras, da lagen wir bei 13.550 Euro, habe ich im Leasing gehabt für 3 Jahre. Und die Kosten waren einfach sehr attraktiv für mich. Aber es wird ja jetzt immer interessanter, auch das Thema Sparsamkeit, vor allem auch natürlich Ökologie. Und jetzt habe ich mir gedacht, 8 Jahre später steht er wieder hier, der Skoda Citygo. Diesmal aber nicht mit einem Verbrenner, sondern mit dem Elektroantrieb. Der Citygo EIV, um ihn genau zu bezeichnen, steht nun hier. Ich möchte heute einfach mal versuchen, für euch da draußen herauszufinden, ist der Skoda Citygo vielleicht sogar das perfekte Elektroauto für euch da draußen, für den absoluten Alltag? Und kann man damit sogar tatsächlich Kinder transportieren? Zu welchem Preis gibt es den Citygo? Wie schnell lädt der Citygo? Und würde ich ihn heute wieder kaufen, wenn ich wieder beim Skoda-Händler sitzen würde? Damit herzlich willkommen bei UBI Tested und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Review zum Skoda Citygo E. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und zu kommentieren. Und dann starten wir jetzt! Kiwi-Grün ist die Lackierung, die wir hier auf unserem Skoda Citygo haben. Erkennungsmerkmal aller Citygo Electric oder aller E-Citygo ist tatsächlich dieser geschlossene Kühlergrill. Wir haben nur noch einen unteren Lufteinlass, einen kleinen. Es gab dann auch noch mal ein zweites Facelift 2019, als der Citygo von seinem Verbrennermotor komplett befreit wurde und zur reinen Elektrovariante mutiert ist. Das Fahrzeug ist 3,60 Meter kurz, hat 4 Türen serienmäßig. Es gibt ihn auch nur noch als 4 Türer. Zum Marktstart damals, als ich ihn konfiguriert hatte, 2012, gab es eine 3-Türer-Variante und eine 5-Türer-Variante. Ich habe mich damals für die praktische 5-Türer-Variante entschieden, hatte allerdings eins nicht so ganz in den Blick. Zwar haben wir große Fensterflächen, allerdings hinten nur noch Ausstellfenster. Ich hatte gehofft, dass es da vielleicht auch normale Kurbeln gibt. Naja, gut, ist ein bisschen doof. 16 Zoll Leichtmetallräder gibt es auch nur noch, denn den Skoda Citygo gibt es nicht mehr als Ambition und als Style, sondern nur noch als Best-of-Variante. Es gab da eine kleine Preiserhöhung, aber dazu kommen wir zum Schluss. Am Heck haben wir dann mittlerweile Einparkhilfe. Unten eine Rückfahrkamera gibt es für den Citygo komischerweise nicht. Beim E-Up gibt es diese. Skoda-Schriftzug, schön mittig, wie bei allen Modellen auch. Citygo und das kleine E steht für das elektrische und IV sind die Intelligent Vehicles. Das sind die sogenannten elektrifizierten Fahrzeuge bei Skoda. Und jetzt schauen wir hinter die Heckklappe, was sich dahinter denn so verbirgt. Ein Kleinstwagen ist sicherlich nicht das praktischste Auto, oder etwa doch? Das schauen wir jetzt einfach mal an, denn hinter der Heckklappe hier von unserem Skoda Citygo E tun wir einfach mal zum Exempel unsere Reisetasche hier verstauen. Die kriegen wir hier so sogar ganz gut unter. 250 Liter ist das Standard-Laderaumvolumen, was erweiterbar ist auf 923 Liter. Wenn wir denn die Rückenlehne hier umlegen, im Verhältnis 1/3, 2/3,
Jetzt sehen wir auch, wir haben eine blöde Stufe hier drinnen. Normalerweise gibt es hier auch einen doppelten Laderaumboden, der jetzt hier nun nicht drinnen ist. Die Bohrungen sind vorhanden, schraubt man ganz leicht rein, habe ich damals auch nachgerüstet. Einfache Geschichte. Ja, von den Abmessungen her ganz klar, wir haben 96 cm breiten Laderaum, 61 cm ist er maximal hoch bis zur Laderaumabdeckung und an der engsten Stelle haben wir 43 cm Tiefe. Das reicht also aus, sicherlich nicht für den größten Kinderwagen, so der ein oder andere Kleinwagen-Kinderwagen geht da nun mal rein, ein Buggy eher. Und wenn man dann noch Einkäufe erledigt, Bierkästen gehen einwandfrei rein und auch sonstige Taschen. Wir haben auch noch nette Taschenhaken hier. Übrigens, sehr schön, damals war die Laderaumabdeckung bei mir immer senkrecht gestanden, weil man hatte hier schlicht vergessen, diese kleinen Anhänger sozusagen dran zu machen. Und jetzt hängt die Laderaumabdeckung absolut korrekt. Und ob wir jetzt auch richtig in dem Auto drinnen hängen oder nicht, das sehen wir uns jetzt mal auf der Rückbank an. Ich habe mich mal nach hinten gesetzt im Skoda Citygo E. Und natürlich hat sich hier nichts an den Platzverhältnissen im Gegensatz zur Verbrennervariante geändert. Denn der Akku liegt sehr flach hier im Fahrzeugboden, ist maximal 3 cm hoch und lediglich eine kleine Erhöhung unterhalb der Vordersitze ist zu spüren. Das heißt, man hat die Füße, die man unter den Vordersitz wunderbar stecken kann, die sind so leicht angewinkelt, ja? Also wirklich so ein bisschen angewinkelt, weil da einfach der Akku ein bisschen höher kommt. Kniefreiheit hinter meiner Größe 1,78. Ja, ich stoße hier an die Sitzlehne an. Aber wenn ich mich ein bisschen aufrechter noch hinsetze, dann wird das auch angenehmer. Ich kann die Sitze breiter machen. Das ist auch nur ein Viersitzer. Das ist kein Fünfsitzer. Wir haben Isofix an den Außenbahnen. Die passen wunderbar. Passen die Kindersitze hier hinten rein. Habe ich auch gemacht. Die Türausschnitte sind groß. Die Fensterflächen sind groß. Die Kinder können gut rausschauen. Es gibt noch nette Kleiderhaken hier. Die Kopffreiheit ist für mich ausreichend. Da passt noch gut eine Handfaust dazwischen. Die Kopfstützen gehen ausreichend weit nach draußen, sodass wir hier auf alle Fälle mittlere Strecken, sagen wir mal bis 100, 150 Kilometer, können wir hier hinten ganz gut überstehen. Wichtiger ist aber, wie überstehen wir denn den Vordersitz? Ich habe mich hier vorne auf den Fahrerplatz gesetzt. Im Skoda Citygo sitze ich angenehm leicht erhöht. Wir können den Sitz auch in der Höhe verstellen. In der Lehne ist es so, dass die Kopfstütze integriert ist, was ich nicht sonderlich schätze, denn dadurch ist beim Beifahrersitz ein Isofix nicht möglich, was bei einem Kleinwagen sehr sinnvoll wäre, denn wenn man zwei Kindersitze unterbringt, dann möchte man nicht unbedingt den zweiten Kindersitz hinter dem Fahrer haben, sodass man eher Beifahrersitz und dahinter nutzt. Wäre eine Option, aber gut, hier hat man sich entschieden für solche integrierten Kopfstütze. Sie funktionieren von der Höhe her, also sind wir damit schon mal trotzdem safe. Ja, die Übersicht hier drinnen, ganz klar, es ist brutal übersichtlich. Wir haben schöne große Fensterflächen, die Rundumsicht ist toll. Wir haben das Lederlenkrad mit drei Speichen, hat lediglich die Multifunktionstasten hier links. Das ist auch einzig für die Audiobedienung zuständig, für nichts anderes. Der Bordcomputer wird tatsächlich hier geschaltet, hinter am Wischerhebel und am Blinkerhebel ist dann auch die Tempomatenbedienung. Das Kombi-Instrument ist ganz klar aufgeteilt. Wir haben links die Energieanzeige, in der Mitte den Tacho mit dem Bordcomputer-Menü und auf der rechten Seite die Anzeige für unseren Stromspeicher. Wie voll ist er denn noch? Das sehen wir ganz gut. Alles wunderbar ablesbar, gefällt mir sehr, sehr gut, wie man das hier gemacht hat. In der Mittelkonsole erwartet uns dann auch ein klassisches Klimabedienteil. Wir haben hier serienmäßig eine Klimaautomatik verbaut. Wir haben eine beheizte Windschutzscheibe. Wir haben Sitzheizung hier. Die Einzonenklimaautomatik reicht auch völlig aus. Wir haben hier ein
Radio mit DAB-Tuner. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Lässt sich schön bedienen. Und natürlich, jetzt wundert ihr euch vielleicht auch, warum das Smartphone hier drinnen ist. Das Smartphone dient hier nämlich als Navigationssystem und wird auch als Mediabildschirm genutzt. Ihr könnt allerdings nur maximal bis zum iPhone Pro von der Größe nehmen. Ein Max funktioniert hier leider nicht. Gut, dass er im Moment hier so sich so ein bisschen im Kreise dreht, das liegt einfach daran, dass wir jetzt noch nicht gefahren sind. Wenn wir ihm da die Position geben, dann geht das auch. Aber wichtiger ist, wir finden hier Ladesäulen im Umkreis sehr leicht. Oder aber wir können auch mit dem Energiemanager arbeiten. Wir sehen dann auch sehr schön, wie viel Akku wir noch haben, wie weit wir kommen. Wir können das ganze Fahrzeug vorkonditionieren. Das heißt also, wir können sogar Klimaanlage bedienen, wenn er denn am Strom hängt. Finde ich sehr schön. Es gibt auch noch eine sogenannte Skoda Connect App. Wenn wir das Telefon hier rausnehmen, das Dashboard ist mittlerweile schön mit so einem Muster beklebt worden. Das ist wirklich nur beklebt. Mir gefällt es ganz gut. Ob man da nicht vielleicht sogar andere Designs sich hätte drauf machen lassen können, weiß ich nicht. Das wäre vielleicht noch so ein Individualisierungsprozess, der ganz hübsch gewesen wäre. Wir haben hier noch ein Handschuhfach, da passt auch genügend rein. Ablagemöglichkeiten in der Fahrertür sind auch vorhanden. Die Mittelkonsole bietet noch den Schalthebel für das Getriebe, immer natürlich nur Eingang, wir haben ja ein Elektroauto. Und wir haben dann noch die Wählhebel, die Wahlmodi, Entschuldigung, für den Fahrmodi. Und zwar, es gibt einen Normalfahrmodus, es gibt einen Eco-Modus und einen Eco Plus. Der Eco Plus unterscheidet sich gegenüber dem Eco dahingehend, dass die Klimaanlage dann komplett ausgeschaltet wird. Cupholder haben wir hier unten noch drin, ein Ablagefach. Leider kein USB-Anschluss, keinen weiteren, nur den, der hier oben für das Smartphone zuständig ist. Wichtiger ist aber, wie fährt sich der Skoda Citygo E auf der Straße? Und aus dem Hintergrund würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal los. Next level. Mit einem City-Flow wie dem Skoda Citygo, da fährt man natürlich keine Langstrecken. Das ist ganz klar. Der Skoda Citygo will ein Pendlerfahrzeug sein, ein Alltagsfahrzeug, um die Einkäufe zu erledigen, die Kinder kurz in den Kindergarten zu bringen oder aber tatsächlich zur Arbeit zu pendeln und das mit einem grünen Gewissen. In dem Fall einem Kiwi-grünen Gewissen. Das schafft er. Perfekt. Wir haben einen 36,8 Kilowattstunden Akku verbaut, von dem wir 32,3 Kilowattstunden nutzen dürfen. Den Rest baut sich Volkswagen oder Skoda in dem Fall als Polster ein, als Sicherheitsreserve. Und mit dem Akku kommen wir auch bei voller Ladung dann 260 Kilometer laut WLTP in der Praxis aus und das ist auch wirklich identisch. Also 250, 260 Kilometer, die könnt ihr fest einkalkulieren, die schafft der Skoda Citygo auf alle Fälle. Wer einen ruhigen Gasfuß hat, wer ein bisschen mehr in der Stadt fährt und dadurch auch öfter rekuperiert, der schafft dann auch rund 300 Kilometer und damit spielt so ein Kleinstwagen doch durchaus in der Liga der größeren Elektroautos mit. Denn einen VW Golf, E-Golf, Entschuldigung, den schlägt er auf alle Fälle sogar
Und das finde ich dann schon wieder respektabel. Tja, aber wo viel positiv, da auch etwas negativ. Und so halt leider auch bei dem Thema Ladezeit. Ladezeit, ja, wenn ihr den nicht einfach über Nacht laden wollt, sondern ihn zwischendrin immer laden wollt, dann klingt erst einmal toll, dass wir einen Schnelllader verbaut haben mit CCS-Möglichkeit, Combined Charging System. Das heißt also, ihr könnt an eine Schnellladesäule gehen und laut Skoda könnt ihr da bis zu 40 kW durchziehen. Das klingt toll, weil man dann denkt, na klar, meine 32 Kilowattstunden Akku, der ist ja schnell aufgeladen. Schaut man aber dann ins Prospekt, steht schnell drinnen, eine Stunde Ladezeit am Schnelllader von 0 auf 80%. Tja, wie kommt's? Ganz einfach, weil wir leider nur so im Bereich zwischen 20 und 30% Akkuladestatus mit 40 kW kurz mal reinladen. Ansonsten laden wir so im Schnitt mit knapp über 20 Kilowattstunden. Das ist mau. Also liebe Skoda und Volkswagen Leute, das finde ich echt schwach. Denn so haben wir halt tatsächlich über eine Stunde Ladezeit am Schnelllader von 0 bis 80%. An der Wallbox sind es dann 4 Stunden und am Schuko-Steckdose sind es 12,5 Stunden für diese Leistung. Das ist dann wiederum etwas, wo ich sage, Leute, das ging auch schon mal besser. Besser muss man sagen, oder nicht zu diskutieren, brauche ich ganz ehrlich beim Fahrwerk. Das Fahrwerk ist toll, er ist gut abgestimmt, er ist sehr straff. Das heißt, das Fahrwerk, man hört das Fahrwerk auch stark arbeiten, immer wieder dung, dung, dung. Das ist in Ordnung. Die Lenkung ist leichtgängig, die bietet genügend Rückmeldung von der Straße und in der Stadt fühlt er sich extrem handlich an, sehr wendig, ein schöner kleiner Wendekreis von deutlich unter 10 Metern. Also wir können hier wirklich uns in dem Einsatzgebiet, wo der Skoda CityGo wildern soll, das heißt im Pendler- und im Stadtverkehr, da spielt er seine Trümpfe vollends aus. Angekommen an der Ladesäule geht es jetzt auch wieder an den Strom für unseren Skoda CityGo E. 11 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ist unser Durchschnittsverbrauch hier gewesen mit dem Skoda CityGo E. 24.990 Euro kostet er jetzt. Das ist jetzt mittlerweile eine Preiserhöhung von 1.750 Euro gegenüber dem Style-Modell. Denn wir haben jetzt nur noch das Modell mit Vollausstattung. Ihr könnt lediglich nur noch für die Farben ein wenig Geld investieren. Abzüglich der Förderungen bleiben dann 18.420 Euro, was der Skoda CityGo Best of kostet. Das ist für meine Begriffe ein guter Preis, denn er ist mit dem großen Akkupaket, mit den über 30 Kilowattstunden, die nutzbar sind, wirklich voll alltagstauglich. Wir kommen knapp 300 Kilometer in der Praxis weit. Das Fahrzeug ist angenehm von den Platzverhältnissen. Es ist luftig im Innenraum vom Gefühl her. Der Kofferraum reicht aus. Also für meine Begriffe das perfekte Pendlerauto oder das perfekte Zweitauto. Und ja, nach 8 Jahren würde ich mich wieder auf den Stuhl bei meinem Skoda-Händler setzen und den Kaufvertrag zum Skoda unterschreiben. Doof nur, für 2020 sind alle Skoda CityGo ausverkauft. Ausverkauft ist bei UbiTestet noch nichts. Ich hoffe, euch hat der Test da draußen gefallen. Lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mir mal unten drunter, welches Elektroauto für euch das Beste ist. Und was ihr natürlich zum Skoda CityGo EV oder IV sagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage danke, tschüss und servus, euer Ubi.